Hallo und herzlich willkommen zu Toni Outdoor Gear. Heute werde ich euch einen Rucksack von Decathlon vorstellen, den ich circa seit einem Jahr habe und mit dem voll zufrieden bin. Mit dem Rucksack möchte ich euch etwas zeigen. Der Rucksack hat 35 Euro gekostet. Es muss nicht unbedingt ein teures Rucksack sein, dass er seinen Zweck erfüllt. Also wie gesagt, 35 Euro, den habe ich seit einem Jahr, benutze ich sehr oft für Wandern, so eintägige oder zweitägige Wandertouren. Und ich muss sagen, seit einem Jahr hat mich dieser Rucksack nicht enttäuscht, auch wenn es regnet. Der ist zum Teil wasserfest bis zu einer gewissen Regenstärke. Er hat Regenschutz in dem unteren Fach mit Klettverschluss. Hier ganz unten in der Öffnung ist der Regenschutz mit Klettverschluss, um zu öffnen und zu schließen. Tragekomfort ist sehr gut. Hier an der Seite ist ein großer Reißverschluss für Tablet oder Laptop, dass man quasi, wenn der Rucksack voll ist, von außen seitlich Tablet oder Laptop rausholen kann, ohne den kompletten Rucksack aufzumachen. Und dann hat er hier seitlich diese Flaschenhalter. Ich habe hier meinen Esbit-Kocher drinnen. Also da passen schon einige Sachen rein. Auf der anderen Seite habe ich meine Trinkflasche drinnen. Das hier, was ihr auf der Bank seht, war alles drinnen in dem Rucksack. Und ein Sitzkissen, der ziemlich groß ist, war auch drinnen. Also es passt einiges rein und optisch sieht er echt gelungen aus, für meinen Geschmack. So wie es heute windig ist, wird es heute mit meiner Kaffee und dem Esbit-Kocher nichts werden. Es ist zu windig. Vielleicht, was noch wichtig ist, den Rucksack habe ich schon bis jetzt 3-4 Mal in der Waschmaschine gewaschen. Der hat es tadellos überstanden. Die Farben sind noch frisch, er sieht wie neu aus. Das Tragekomfort ist sehr gut, die Trageriemen sind schön weich, Rücken ist gepolstert, wenn man den länger trägt, man kriegt keine Rückenschmerzen, der ist auch gut durchlüftet, also man schwitzt nicht wie bei irgendeinem billigen, in Anführungszeichen, 0815 Rucksack. Also muss ich sagen, er ist gut verarbeitet. Hier haben wir dann nochmal ein paar Taschen, ein paar Fächer. Dann haben wir hier an der Seite ein Seitenfach mit Reißverschluss. Das hier ist der Hauptfach. Dann haben wir dieses Netzteil mit Reißverschluss. Und dann haben wir dieses Teil quasi für Laptop oder Tablet. Es passen schon einige Sachen rein. Vor allem der ist ziemlich hoch. Das vordere Fach. Das hier ist das unterste Fach mit Reißverschluss. Da habe ich mein Mohrenmesser drinnen, Rettungsdecke bzw. Schlafsack und mein Verbandzeug. Also es passen da noch einige Sachen rein. Es ist recht groß. Ich möchte mich entschuldigen für die verwackelten Videoaufnahmen. Leider, es war sehr windig. Ich hoffe, ihr könntet was sehen. Ich werde noch ein paar Bilder jetzt einfügen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt sie bitte in Kommentare. Schreibt, wie zufrieden seid ihr mit euren Rucksäcken. Habt ihr irgendwelche Vorschläge? Etwas Besseres für dieses Geld? Oder noch günstiger? Cruise.
cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, Turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been...